als migrantisches Arbeiterkind denkst du dir so, boah, ich muss jetzt studieren, erfolgreich studieren, ich muss arbeiten, Geld verdienen, damit ich meine Eltern aus dieser jetzigen sozialen Schicht rausholen kann. Auf dem Papier spricht eigentlich alles gegen meinen Bildungserfolg. Meine Eltern haben keinen Abschluss, sprechen wenig Deutsch und ich bin im Brennpunkt aufgewachsen. Ich bin Ben und mein Philosophiestudium war für mich Selbstverwirklichung. Für Shilan sieht das anders aus. Sie studiert hier an der Uniklinik Aachen Medizin. Für meinen Film hänge ich die nächsten Tage mit ihr ab, lerne Freunde und ihre Eltern kennen. Warum hat sie es geschafft, obwohl so viel dagegen spricht? Und ist das nicht ein krasser Druck, wenn alles vom Erfolg des Studiums abhängt? Als du das erste Mal vor diesem UFO gestanden hast, also das sieht ja schon ganz schön strange aus, was war das für ein Gefühl? Was hast du da gedacht? Ja, also ich sag mal so, es sieht ein bisschen heimisch aus, oder? Es sieht halt ein bisschen aus wie das Ruhrgebiet, weil das so fabrikähnlich ist. Und dort wollen wir auch erstmal hin, nach Duisburg, wo Shilan aufgewachsen ist und ihre Eltern noch heute wohnen. Hallo. Ja, Schuhe aus, ne? Mitte der 90er kommen ihre kurdischen Eltern aus der Türkei nach Deutschland. Shilans Bruder Baran wird im Asylbewerberheim geboren. Erst mit ihrer Geburt bekommt die Familie die erste eigene Wohnung. Hast du dich auf die Schule gefreut? Weißt du das noch? Ich war immer so eine fleißige Maus. Ich mochte es immer, gute Noten zu haben. Ich habe mir immer richtig viel Mühe in der Schule gegeben. Ich mochte das einfach. Das hat mich richtig erfüllt als Kind. Das klingt irgendwie total streberhaft. Aber ich würde nicht sagen, dass ich so eine stereotypische Streberin war. Ich bin auch aufs Gymnasium gegangen. Mhm. Aber so spätestens 8. Klasse in der Pubertät und so war das mit Schule nicht mehr so meins. Das ist aber bei dir nie anders geworden. Du warst irgendwie immer... Nee, das liegt ja bei mir, glaube ich, auch vor allen Dingen daran, dass ich sehr früh festgestellt habe, ich will Medizin studieren. Und ich wusste ja schon immer, ich brauche einen 1-0-Schnitt dafür, um mir auch meinen Studienplatz zu sichern. Und dementsprechend habe ich halt auch immer Gas gegeben. Ja. Etage 3, um mich alles dunkel und ich tanze allein. So viel Wölf-Klikot, dass ich Champagner-Wein tausch dich gegen Dinge, die ich liebe, die ich lieb. Als Kind war ich sehr traurig darüber, dass meine Eltern nicht so viel Zeit hatten. Wir konnten nie zusammen etwas unternehmen und ich war immer eifersüchtig, als ich gesehen habe, dass andere Kinder das tun konnten. Heute sehe ich das ganz anders. Ich weiß, dass meine Eltern so hart arbeiten mussten, um uns ein Lebensfundament zu errichten. Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie? Morgens 9 Uhr 10, 9 Uhr 15. So, ich komme runter, dann bis 19 Uhr. Aber natürlich täglich Kunde kommt, kann ich nicht arbeiten. Wir arbeiten wieder Nacht. Ja. Ja, ja. Also manchmal bis 2 Uhr sogar, manchmal bis 3 Uhr morgens sogar. Die Schneiderei der Eltern liegt direkt unter der Wohnung. Wohnen und arbeiten unter einem Dach. Wie war das für Shilan als Kind? Das Schöne ist ja, die Eltern sind die ganze Zeit da. Mhm. Also beziehungsweise sie sind direkt unter dir. Aber nur weil die Eltern da sind, heißt das ja nicht, dass sie auch da sind. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Also dazu gehört ja eigentlich auch viel mehr. Aber das war trotzdem schön. Ich wusste immer, ich kann direkt zu meinen Eltern gehen, falls etwas ist. Die sind direkt im Laden. Also meine Mutter hat sich immer trotzdem bemüht, alles Mögliche für uns zu erledigen. Sei es jetzt unser Haushalt, sei es die Arbeit im Laden. Sie hat alles Mögliche zusammen gemacht, was schon sehr stark ist. Wir sind so nah am Wasser gebaut, ne? Ich weine. Ich spüre, dass die Eltern auf vieles verzichten mussten, um der Familie hier etwas aufzubauen. Aber es gab auch Schönes. Ich weiß noch, wir hatten total viele Magazine, diese Brautkleider- und Abendkleidermagazine. Und die habe ich mir dann immer angeschaut, als ich jünger war. Aber du hattest, also für dich kam das nie in Frage, irgendwie in die Fußstapfen deiner Eltern zu treten, oder? Das sagten auch immer alle. Ja, sie wird definitiv in die Fußstapfen der Eltern treten. So, das war für die irgendwie schon ein fester Gedanke. Für die war das eine Normalität und natürlich. Und ich meinte dann so, nee, ich will das gar nicht machen. Ne? Ich will gar nicht dasselbe Leben wie meine Eltern führen. Warum auch? So, ich meinte dann immer, ich will Medizin studieren. Ja, da hat man mich immer mit ganz großen Augen angeschaut. Was, Medizin? Du willst Medizin studieren? Ja.
Ich bin zum Essen eingeladen. Und auch hier ist die Arbeit immer Thema. Wenn wir dann mal am Esstisch sind, haben wir auch keine Ruhe, beziehungsweise meine Eltern haben keine Ruhe, weil die immer nach unten in den Laden eilen müssen. Immer an dein Telefon. Weil irgendein Kunde jetzt doch gekommen ist oder irgendetwas muss abgeholt werden. Und eigentlich haben die selbst am Esstisch nicht so wirklich ihre Ruhe. Shilans Papa erzählt, wie schwer es für ihn als kurdischer Junge war, in der Türkei in die Schule zu kommen, ohne die Landessprache zu können. Das sollten seine Kinder nicht erleben müssen. Guck mal, bin ich auch Ausländer und kann ich nicht sprechen gut Deutsch. Ihr habt gesagt, muss, dann finden Sie für mich Wohnung. Meine Kinder muss Kontakt zu Deutschen haben. Deutsch. Kann ich nicht helfen? Ich kann nicht sprechen gut Deutsch. Meine Kinder schnell lernen Deutsch. Und für Schule, für meine Kinder ist besser. Mhm. Wenn wir nicht lernen, egal, kann man leben. Aber Kinder nicht. Für Kinder ist sehr wichtig. Beide Abitur gemacht, wir sind sehr stolz. Am nächsten Tag treffen wir Shilans beste Freundin Della. Die beiden haben gemeinsam Abi gemacht. Oh mein Gott. Ich habe letztens noch schon so ein bisschen rumgeblättert und das ist so witzig. Und hier habe ich halt geschrieben, in 10 Jahren heißt es Dr. Thesis. Hoffentlich. Das ist echt ja. Süß. Gibt es da auch so eine Seite über dich? Ja, das ist meine Seite. Lass mal nach Aldi. Shilan sagt, es heißt zu Aldi. Boah, ja, Shilan. Ich habe das sogar regiert. Ich so. Es heißt zu Aldi, es heißt nicht nach Aldi. Ich so, das ist kein Land. So, nur aus dir wird etwas mit deinem 1er-Durchschnitt. Voila, du wirst unsere Kinder und uns behandeln. Süß, aber die haben schon alle auch an dich geglaubt, ne? Ja, schon. Meine Freunde waren alle total supportive. Jeder wusste, aus Shilan wird was Großes. Und ist das ja. So? Also war das irgendwie allen immer klar, ja. Aus Shilan wird was? Shilan war schon eine kleine Inspiration auch. Oh. Auch damals schon. Ja. In der Schule ist sie die Überfliegerin. In Aachen kommt erstmal eine harte Landung. Also sag mir, was ist fair, fair. Sag mir, was ist fair, fair. Sag mir, was ist fair. Ich dachte mir am Anfang, ich könnte hin und her pendeln. So, es geht ja noch. Ich bin schließlich noch in NRW, von Duisburg nach Aachen. Vielleicht geht das noch. Okay. Aber ich habe sehr, sehr schnell festgestellt, dass das die pure Hölle ist. Und danach habe ich mich beim Studentenwerk gemeldet und habe halt gefragt, ob die mir irgendwie helfen können, weil ich in so einer Notlage war. Dort können sie Shilan ein Zimmer in einer WG im Wohnheim hier gegenüber vermitteln. WG ist aber nicht so ihr Fall. Die Toilette, die Dusche und die Küche, das musste man sich halt teilen mit der Etage. Mhm. Und ja, man kann sich vorstellen, wie das ist, ne? Dass es schwierig sein kann. Man kennt das ja so aus Studenten-WGs, also selbst ja. WGs, wo man mit Bekannten irgendwie zusammenwohnt, da kann das manchmal schwierig sein. Aber wenn so Fremde irgendwie sich dann so einen Raum teilen, ja, das ist dann irgendwie immer schwierig. Nach einem Jahr kann Shilan dann endlich in ihr Traumapartment wechseln. Das Hin und Her mit der Wohnsituation trübt aber trotzdem den unbeschwerten Start in ihr Studentenleben. Hast du denn so das Gefühl, dass du im Unileben irgendwie Anschluss gefunden oder hast du dich damit schwer getan? Ja, das war total schwierig, vor allem in unseren Ersti-Tagen. Ich hatte ja keine Wohnung. Ich musste halt total früh aufstehen, mit dem Zug von Duisburg aus nach Aachen fahren und dementsprechend musste ich ja auch relativ früh wieder nach Hause. Mhm. Und du weißt ja selber, wie die Ersti-Zeiten sind. Es wird total viel organisiert, es gibt Partys und so weiter. Und ich habe da jetzt nicht wirklich den Anschluss gefunden, weil ich war am Mittag schon K.O. Hast du auch irgendwann mal gemerkt, dass sozusagen du schwieriger Anschluss an die anderen Studis findest, weil die aus anderen Hintergründen kommen? Definitiv. Man hat sich halt total anders gefühlt, weil ich ja auch aus Duisburg komme. In meiner Schule waren zu 95% Menschen mit Migrationshintergrund. Und das war komplett anders. Vor allem Menschen aus ganz anderen sozioökonomischen Verhältnissen. Was Shilan beschreibt, deckt sich mit den aktuellsten Studien. Das Elternhaus entscheidet maßgeblich über den Bildungserfolg. Und das besonders im Fach Medizin. Jeder dritte Studierende kommt aus einem Akademikerhaushalt. 95% der Eltern haben mindestens Abitur. Die Leute kommen teilweise aus total krassen Akademikerfamilien, sei es jetzt Ärztefamilien, Anwaltsfamilien oder was auch immer. Also viele Leute sind ziemlich wohlhabend. Und dann komme ich aus einer Schneidersfamilie.
Wir sind heute in Bad Wildungen. Schilan hilft hier in einem Forschungsprojekt aus, das die Uniklinik Aachen im Rahmen einer Patiententagung für eine seltene Leber- und Lungenerkrankung durchführt. Ihr Job? Blut abnehmen. Erstmal wird vorbereitet. Weißt du schon, in welchem Bereich du mal möchtest? Nee, nicht so ganz. Ich weiß nicht, ich fand immer den Bereich Chirurgie irgendwie ganz toll. Da hätte ich dich tatsächlich jetzt auch einsortiert. Mich? Ja. Echt, warum? Ich weiß nicht wieso, aber ich kann das wirklich nicht sagen. Einfach so vom Typ. Schon irgendwie. Witzig. Ich glaube, hier guckt. Ja, aus, oder? Die sieht richtig gut aus, die Hähne. Das piekst jetzt einmal, nicht erschrecken. Mhm. Ja, okay. So, das war's dann ich auch. Hab ich gemerkt. Das freut mich. Das freut mich, wenn die Patienten sagen, das hat gar nicht wehgetan. Hat man gar nicht geschwört. Ich so, ja, Mann. Du hast da so gar keine Hemmung, irgendwie Leute zu pieksen? Nein, das ist ganz ein Beruf. So von Nadeln haben sie ja keine Angst, wenn ich so die Tattoos sehe. Das ist echt eine Challenge. Können Sie noch mal so ein bisschen pumpen? Mhm. Ich muss mal schauen. Es läuft. Wir haben es geschafft. Außer bei kleinen Gelegenheitsjobs wie hier in Bad Wildungen arbeitet Schilan gerade nicht, um sich ganz auf anstehende Prüfungen konzentrieren zu können. Wie finanzierst du denn generell dein Studium? Ja, also ich erhalte tatsächlich BAföG. Mhm. Und finanziere mir hauptsächlich damit mein Studium. Genau. Was kriegt man bei BAföG mittlerweile? Also der Höchstsatz liegt ja bei 812 Euro. Okay, das genau. Ist auch das, was du kriegst, den Höchstsatz? Genau, ich kriege den Höchstsatz, weil meine Eltern, ich weiß nicht, ob man glücklicherweise sagen kann, also ja. Meine Eltern verdienen halt wenig Geld und dementsprechend kriege ich halt den Höchstsatz. Mhm. Wie war das denn, BAföG zu beantragen? Konnte dir da jemand bei helfen? Also klar, meine Eltern haben mir jetzt den Einkommensteuernachweis gegeben, ne? Aber alles andere habe ich halt selber gemacht. Und du hast keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Mhm. Zum Beispiel, wo kriege ich meine Steuer-ID her? Oder wie ist das halt mit der Rentenversicherung und bla bla bla. Oft ist man ja so ein bisschen hilflos am Anfang. Ich habe das Gefühl, gerade für Menschen, die BAföG am dringendsten bräuchten, sind dann so die Hürden am höchsten. Ja, definitiv. Wenn du so sagst, finanziell, musst du ja schon so ein bisschen gucken. Merkst du das auch? Merkst du da einen Unterschied zu anderen Studis? Ja, vor allen Dingen, wenn es so um das Thema draußen essen oder draußen irgendwas trinken geht, dass du doppelt und dreifach darüber nachdenkst, kann ich mir das jetzt überhaupt leisten? Aber ich finde, irgendwie ist das ja auch so ein Punkt von sozialer Benachteiligung. Viele ist das ja etwas Gesellschaftliches, im Restaurant abzuhängen, zu essen, Spaß zu haben. Stimmt. Und weil mir Schilan eh noch ihre Kommilitonin Eva vorstellen wollte, die aus ganz ähnlichen Verhältnissen stammt, treffen wir uns ein paar Tage später in einem Café. Heute geht's auf mich. Woher kennt ihr euch? Also wie habt ihr euch kennengelernt? Irgendwie total random, oder? Also wir haben beide beim Blutabnahmedienst gearbeitet und dann hat man sich hin und wieder bei dieser Kittelausgabe gesehen. Und ja, wir kamen da so ein bisschen ins Gespräch. Und als wir dann über daran erinnere ich mich noch richtig gut, ne? Als wir über BAföG gesprochen haben, meinte Eva direkt, boah, du bist die erste Medizinstudentin, von der ich höre, dass sie auch BAföG erhält. Merkst du das im Umgang mit anderen Studenten, dass die da vielleicht auch einfach kein Gespür für haben, dass es auch andere Lebensrealitäten gibt als ihre? Es gibt immer so
viele Kommentare, die dann fallen, wo dir das dann, also wo dir das einfach auffällt. Wenn ich erzähle, dass ich nebenbei arbeite, was gerade so in den ersten Semestern nicht üblich war, dass man nebenbei gearbeitet hat, war das so, boah, voll krass, dass du das machst für die Erfahrung, mega gut, dass du die Zeit hast, das könnte ich ja überhaupt nicht. Und mich so, ich kann das auch nicht, ich muss aber. Das ist auch gar nicht böse gemeint von der anderen Seite, aber dann wird sich einfach nicht so, werden nicht sich so die Gedanken darüber gemacht. Oder wenn dann, keine Ahnung, privat auf irgendwelchen Partys darüber geredet wird, was für Immobilien die Eltern haben. Und du sitzt dann da so und denkst dir so, ja, cool, also ich gönne euch das wirklich von ganzem Herzen, aber manchmal fühlt man sich einfach sehr fehl am Platz. Also als ob man so ein bisschen aus einer anderen Welt kommt. Das stimmt. Die andere Welt, das ist für Schilan Duisburg. Hast du so ein Heimatgefühl bei Duisburg? Ja, total. Viel eher als in Aachen tatsächlich. Mhm. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Freunde, meine Familie ist hier. Bekannte Gesichter sind hier. Du gehst auf die Straße und siehst immer mindestens eine Person, die du kennst. Mhm. Ja, und das ist schön. Das ist wirklich sehr schön. Vor allen Dingen habe ich das, glaube ich, erst so richtig wertschätzen gelernt, nachdem ich ausgezogen bin. Heute findet hier im Landschaftspark das Fest zum Tag der Arbeit statt. Und es ist echt krass, wie oft Schilan hier angesprochen wird, obwohl wir noch keine 2 Minuten unterwegs sind. Entschuldigung, darf ich fragen, ja. Bist du die Schilan? Ja, ich bin Schilan. Studierst Medizin? Ja, richtig. Ich studiere Medizin. Und bist du schon fertig? Ich hab noch. Die Hälfte ist fertig. Ich sage tschüss, alle Gipsalam. Die fragen mich immer, warum bist du fertig mit dem Studium? Und ich denke mir, ich bin gerade mal mit der Hälfte fertig. Die Hälfte habe ich noch. Hast du das Gefühl, das ist auch so, dass andere das auch was Besonderes finden, dass du jetzt Medizin studierst? Also das die sind total stolz. Die sind halt stolz, dass jemand aus unseren Kreisen, aus der Community, das erreicht hat. Ganz schön viel Verantwortung, finde ich. Und Schilan will nicht nur den Ansprüchen ihrer Community genügen, sie will auch die Vorteile gegenüber Duisburg-Marxloh widerlegen. Hier ist sie ja zur Schule gegangen. Marxloh gilt lange Zeit als No-Go-Area. Ganze Straßenzüge verwahrlosen, viele Zuwanderer, hohe Arbeitslosigkeit und eine überdurchschnittliche Kriminalitätsrate. Diese Themen prägen sehr lange die Schlagzeilen. Duisburg, Duisburg-Marxloh, No-Go-Area, sozialer Brennpunkt und so weiter. Und das hat sich bei den Menschen total im Gehirn festgesetzt. Also die assoziieren genau das mit Duisburg und das ist einfach so ein Stigma geworden. Hallo. Ja, wir waren immer hier und haben dann so ein Hähnchen-Döner-Baguette für 2 Euro gekauft. Duisburg hat ja so ein ziemlich, oder also gerade Marxloh, hat ja so einen ziemlich miesen Ruf irgendwie. Musstest du dir das mal anhören irgendwo? Also hat mal irgendjemand gesagt, ach krass, du kommst aus Duisburg-Marxloh? Ja, jetzt nicht direkt. Das war halt schon so, dass die Menschen sich über Marxloh lustig gemacht haben. Und teilweise haben sich Freunde auch total irre Sachen angehört. Sowas wie, ja, hast du nicht Angst, wenn du rausgehst? Also fühlst du dich da sicher und so weiter? Und als wir jünger waren und hier zur Schule gegangen sind, kam uns das ja auch gar nicht so vor. Wir haben all das als Normalität wahrgenommen und nicht als sozialen Brennpunkt. Mhm. Weißt du? Duisburg ist einfach mehr als das. Es ist so eine wundervolle Gemeinschaft und diese Warmherzigkeit habe ich nicht überall gespürt. Davon darf ich mich heute Abend selbst überzeugen. Schilans Freunde Max, Chesal und Jihad holen uns ab. Es geht bowlen. Ich hab was du brauchst. Ihr seid voll pünktlich. Das hat mich voll gefreut. Sag mir einfach nur. Dankeschön. Viel Spaß euch. Dankeschön. War Schilan früher auch so ehrgeizig? Ja. Safe. Doch, in Schulzeit schon. Genau. Also auch so immer Hausaufgaben gehabt, immer. Sie wusste immer Bescheid, was das Thema ist und so. Immer Hausaufgaben gehabt, ist auf jeden Fall eine gute Wahl. So. Wenn ihr sie mit einem Wort beschreiben müsstet als Schülerin, was würdet ihr sagen? Vorbildlich. Ja, stimmt. Ich dachte, ihr seid jetzt Streberin. Weil ich
Schülern ist die einzige die Person, die ich kenne, die von der 5. Klasse aus direkt gesagt hat, ich will Medizin studieren. Ja. Die ist so hartnäckig. Oh, die hat das seit der 5. Klasse gesagt und sie studiert auch. Ja. Und das erfolgreich. Ja. Da habe ich echt großen Respekt vor dir. Ne? Nächstes Mal, wenn ich zum Arzt muss, ein paar Jahre, ich komme zu dir. Oh, ich gehe jetzt schon zu ihr. Immer so, Schülern, ich habe Kopfschmerzen. Ja, das war, ja. Das ich schicke dir mal WhatsApp-Bilder. Ey, was ist da? Ja. Ich erlebe Schielan heute das erste Mal so richtig unbeschwert. In der Anfangszeit in Aachen hat sich Schielan sehr einsam gefühlt, bis sie ihren Freund kennengelernt hat. Wäre Mehdi nicht bei meiner Seite gewesen, ich weiß nicht, wie es mir jetzt gehen würde. Mehdi lerne ich heute kennen. Wir spielen eine Runde Basketball. Alles gut, alles läuft, wenn ich will. Mein Leben wie ein Film, wenn ich will. Hatte nichts, die gibt's alles, wenn ich will. Geht, wenn ich will. Ich mach alles still, wenn ich will. Ich mach alles schön, wenn ich will. Hatte nicht, krieg jetzt alles, wenn ich will. Kauf ein Haus für die Fremden, wenn ich will. So ein Arsch. Mehdi studiert auch hier in Aachen. Für Schielans besonderen Ehrgeiz hat er aber große Bewunderung. Sie arbeitet hart und erntet sozusagen auch die Früchte daraus. Könnte ich mir eine Scheibe davon abschneiden, auf jeden Fall. Sie guckt auch ganz. Sie guckt einerseits so geschmeichelt, aber auch so, sag nichts Falsches. Sag nichts Falsches, Kollege. Das ist für Stress später. Na, Spaß. War es für dich immer klar, dass du immer studieren wirst? Ja, genau. Ich komme aus einer puren Akademikerfamilie. Bis hin zu meinen Urgroßeltern. Ah, krass. Okay. Ist eine sehr, vierte Generation. Also jetzt nicht hier in Deutschland, mhm. aber im Iran, ne? Im Iran und in Frankreich. Darum, ja. Dort war eigentlich klar, dass ich studieren gehen muss. Das Einzige, was wichtig war für meinen Vater, war immer, mach etwas, was du auch dann 40, 50 Jahre lang machen kannst. So, mhm. Sei glücklich dabei. Und wenn du dabei wechseln musst, dann wechsel, aber finde das, was wichtig ist. Für Schielan ist das Studium nicht ganz so unbeschwert. Vor allen Dingen als migrantisches Arbeiterkind denkst du dir so, boah, ich muss jetzt studieren, erfolgreich studieren, ich muss arbeiten, Geld verdienen, damit ich meine Eltern aus dieser jetzigen sozialen Schicht rausholen kann. Mhm. Ne, das ist so ein existenzielles Problem, dass man denen ein besseres Leben verschaffen möchte, dass man denen ein Haus kaufen möchte. Und wenn deine Eltern aber schon all das haben, dann hast du diesen Druck nicht. Und weil Schielan weiß, dass es vielen an ihrer alten Schule in Marxloh so geht, engagiert sie sich hier. Ich möchte ein Vorbild sein für andere und denen zeigen, dass eine Person, die in Marxloh zur Schule gegangen ist, auch Medizin studieren kann. Hier habe ich die Gelegenheit, eine von ihren ehemaligen Lehrerinnen zu befragen. Kommt es denn oft vor, dass Schüler bei euch auf der Schule dann auch wirklich Richtung Medizinstudium gehen? Passiert das bei euch oft? Oder? Nein, also es passiert nicht. Also wir haben das und das sind genau, also es ist so, sind die, die halt besonders, vielleicht noch besonders engagiert sind und diesen Extrameter immer laufen, mit allem, was sie tun. Also wenn Sie sagen, Schielan ist schon eine besondere Schülerin gewesen? Ja, total. Vor allen Dingen, weil sie auch den Kontakt ja auch weiterhin gesucht hat. Und sie wollte unbedingt was für die Schüler, die noch hier in der Schule sind, unbedingt etwas machen. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und seitdem ist sie ja hier mit dabei und kommt jedes Jahr. Morgen zusammen. Morgen. Ich bin Schielan, ich bin jetzt 21 Jahre alt und ich studiere in Aachen Medizin. Und ich habe 2019 auch hier mein Abi gemacht. Hier habe ich auch noch mal einige Stipendien aufgelistet. Es gibt manche Stipendien, die sind nah an politischen Parteien und andere wiederum überhaupt nicht. Wie sind eure Gedanken zum BAföG? Könnt ihr euch vorstellen, sowas zu beziehen oder denkt ihr euch so, nee, Mann? Ich finde das gut, aber ich höre von einigen, dass sie Angst davor haben, irgendwie Schulden zu kriegen durch BAföG. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß, dass das so eine richtig große Sache ist, dass Leute sagen so, nee, wenn ich BAföG beziehe, dann verschulde ich mich total. Aber das ist halt ein echt großer Irrglauben. Bei BAföG ist es so, dass du die Hälfte zurückzahlen musst. Ganz wichtig ist aber auch, ihr könnt maximal 10.000 Euro zurückzahlen. Das ist das Maximum. Wenn ihr wesentlich mehr als das erhalten habt, dann müsst ihr nicht mehr zahlen. An unserem letzten Abend gehe ich mit Schielan und Mehdi auf die Kirmes. Ich glaube, ich habe verstanden, warum Schielan so weit gekommen ist. Sie hat mit unendlichem Ehrgeiz auf ihr Ziel zugearbeitet, wurde von ihrem Umfeld bestärkt und unterstützt. Und vor allem
hat sie sehr früh verstanden, was Bildung bewirken kann. Meine Eltern hatten ja das Privileg nicht, Bildung zu genießen. Ich habe es und bin absolut dankbar dafür und verstehe auch, welche Türen mir Bildung eigentlich öffnen kann. Also ich weiß, dass ich ein ganz anderes Leben führen werde als meine Eltern. Ich hoffe, ein einfacheres Leben, weil meine Eltern so viel durchmachen mussten. Deshalb, und für meine Familie, für viele migrantische Familien, stand ja die Bildung immer ganz oben und tut es ja immer noch. Und bei mir ist es genauso. Bildung ist für mich alles. Ich leide unter dem Burnout-Syndrom, also Erschöpfungsdepression. Die Krankheit hat mich im Griff und nicht ich die Krankheit. Das ist ein Arschloch auf jeden Fall. Und es ist lebensverändernd. Ich habe mich selbst weggeschmissen und habe nur noch Drogen genommen. Sie vielleicht ein bisschen Geld für was zu essen? Am Sonntag habe ich Heroin genommen. So kann ich nicht weiterleben, ne? Ich möchte halt wirklich irgendwo ankommen. Ich dachte so, ja, meine Güte, dann schlafe ich halt mit einem Haufen Leuten. Das ist schon echt übel, wenn man sich überlegt, dass ich mit 16, 17 nach der Schule mich da mit so 50-Jährigen in so Orten hier getroffen habe.